Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diese wunderschöne Socke machen. Wir testen zusammen, das ist meine Premiere, das allererste Mal, 8-fach Sockengarn. Habe ich noch nie genutzt, nutze ich jetzt wirklich zum ersten Mal und ich bin total begeistert. Oder gut, vielleicht habe ich es schon mal benutzt und ich weiß es einfach nicht mehr. Also bewusst mache ich das jetzt das erste Mal. Aber nein, ich glaube, ich hatte 6-fach schon. Aber 8-fach sagt mir jetzt so aus dem Stegreif nichts. Das spielt ja auch keine Rolle. Also, wir haben hier das Sport- und Strumpfwolle von Supergarne aktiv, 150 Gramm auf 300 Meter. Mit der Farbe 8684. Und hier seht ihr das wunderbare Ergebnis. Wir haben eine gepolsterte Ferse. Den Vergleich zu einer normalen Ferse mache ich ganz am Ende des Videos auch, so dass ihr euch den Unterschied im Klopftest anhören könnt. Da habe ich einmal die hier genommen. Das ist die normale Shadow-Ferse. Und die hier wird auch shadowmäßig gearbeitet, nur halt gepolstert. Und ich habe mit den beiden einen Klopftest gemacht. Das heißt mit dieser Ferse und mit dieser Ferse, so dass ihr schon mal einen akustischen Unterschied habt. So, wir haben hier ein Muster, das für jeden Farbverlauf super geeignet ist. Ob jetzt 4-fach, 6-fach oder 8-fach Sockenwolle, kein Problem. Wir haben es relativ einfach gehalten, das Muster. So, dass die Farben hier ganz toll immer noch mitspielen. Da. Und trotzdem ist es nicht so langweilig, als ob wir alle Maschen nur rechts stricken würden, weil wir haben wenigstens auf dem Fuß und natürlich im Schaft und in der Ferse ein bisschen Abwechslung. So, leider muss ich auch als Anmerkung bringen für dieses Video. Ich gebe im Schnitt mein Bestes. Ich versuche wirklich alles. Aber wir bekommen hier im Haus gerade neue Elektrokabel. Es könnte sein, dass ich irgendwie einen Hammerschlag oder den Anfang einer Bohrmaschine nicht ganz herausbekomme. Es tut mir schrecklich leid, die Bauarbeiten reichen bis in den November. Ich freue mich schon ganz dolle und hoffe, dass ich euch trotzdem noch weiter mit Videos unterhalten kann. Aber es könnte sein, dass der eine oder andere Baurhythmus mal drin sein könnte. Ich gebe aber im Schnitt wirklich mein Bestes, alles rauszubekommen. Aber da muss ich jetzt leider durch bis in den November hinein. Ich hoffe, sie werden bis dahin pünktlich fertig, weil wir kennen das ja mit Bauarbeiten. Wenn es heißt, es geht bis da und dahin, dauert es meistens noch mal 6 Monate länger. So, also, davon lassen wir uns aber jetzt nicht unterkriegen. Wir fangen mit dieser wunderbaren Socke an und stricken uns mit der 8-fach Sockenwolle einmal durch. Und ich sage euch wirklich, ich liebe diese Farben. Ich habe jetzt von der Sockenwolle noch 2 Stück und ich freue mich schon drauf, mit der weiterzumachen. Also dann, ihr schnappt euch eure Nadeln, rein mit euch ins Video und wir fangen an. Wir haben 150 Gramm auf 300 Meter und einen wunderschönen bunten Farbverlauf. Das Ganze stricke ich bei mir mit der 4er Nadel. Ausgelegt ist die Wolle für die 4 bis 5er Nadel. Wir haben hier die Farbe 8684. Von der Zusammensetzung her 75% Schurwolle, Superwash und 25% Polyamid. So, wer möchte wegen Maschenanschlag, schaut bitte in die Tabelle, die immer unterhalb der Videos verlinkt ist. Da haben wir alle Sockengrößen drin. Das heißt, wir schauen jetzt bei dieser Sockenwolle auf die letzte Spalte für die Größe 36, 37, 44 Maschen. Für die Größe 38, 39, 44 Maschen, für die Größe 40, 41, 48 Maschen, für die Größe 42, 43, 48 Maschen und für die Größe 44 und 45 die 52 Maschen. Ich schlage jetzt bei mir 44 Maschen an. Das mache ich ganz normal, ganz langweilig im Kreuzanschlag. Das heißt beim Trio 22 Maschen pro Nadel. So, wenn wir unsere Maschen einmal angeschlagen haben, fangen wir an mit einem klassischen Bündchen. Das heißt 2 Maschen rechts, 2 Maschen links,
Und jetzt wieder zwei Maschen links. Und das jetzt die gesamte Runde. Ich habe es jetzt bei meiner Socke, die ich jetzt schon mal vorbereitet habe, auf 4 cm Höhe gemacht. Natürlich könnt ihr auch die 5 cm machen, aber das ist halt ganz Geschmackssache. So, ich bringe es bei mir jetzt mal auf Höhe und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn mein Bündchen auf 4 cm angewachsen ist. So, meine Lieben, wenn wir das Bündchen soweit fertig haben, stricken wir jetzt an unserem Schaft weiter und zwar eine Masche rechts, eine Masche links. Jetzt in der ersten Runde. Das Muster besteht aus zwei Runden, was sich immer wiederholt. Also sehr angenehm zu stricken. Und ist auch super geeignet für dünnere Sockenwolle. So, in Runde Nummer 2 stricken wir alle Maschen einfach rechts. Das ist die Entspannungsrunde. Und nach der Entspannungsrunde wiederholen wir wieder einmal rechts, einmal links. Und das bis wir inklusive Bündchen, also ich habe auf 12 cm gemacht, ist aber natürlich auch wieder Geschmackssache. So, wer mitzählen möchte von den Vs, das heißt, das Bündchen hier haben wir ja schon gemacht. Und jetzt kommen hier so schöne Vs. Und von diesen Vs habe ich insgesamt 24 Stück plus die Reihe oder plus die Runde, wo wir alle Maschen einmal rechts abstricken. Also wer da mitzählen möchte, ich wäre jetzt in Runde Nummer 2, das wäre nämlich immer die Runde mit den rechts-links, was wir da zählen, plus diese eine, nein, ich bin in der nächsten Runde in der zweiten, plus die eine Runde, wo wir rechts drüber stricken. Also in dieser Runde jetzt alle Maschen einmal rechts und in der nächsten Runde wieder eine Masche rechts, eine Masche links und so jetzt, bis wir auf 12 cm Höhe kommen oder natürlich, wer es länger haben möchte, auch länger. So, ich stricke mich jetzt mal in die Höhe und dann machen wir gleich zusammen die abgefederte Ferse. Wie ihr seht, die ist ein bisschen anders, die sieht auch ein bisschen anders aus. Hat den Vorteil, die federt schön den Schritt ab und die machen wir natürlich auch zusammen. So, meine Lieben, wollen wir uns mal um die Ferse kümmern, wenn das Bündchen und der Schaft fertig ist. Ja, den Unterschied sieht man kaum, das ist auch der Farbe zu schulden. Aber ich finde diese Farbe echt traumhaft schön, so richtig schön bunt und fröhlich. So, wir nehmen unsere Maschenanzahl, die wir jetzt hier auf einer Nadel haben. Wer das Nadelspiel, normale Nadelspiel hat, nimmt bitte Nadel 1 und 4 zusammen auf eine Nadel und hat dann im Prinzip dieselbe Ansicht. So, wir nehmen die Maschen, die wir hier auf der Nadel haben, durch 3. In meinem Fall ist das 7,3. Das heißt, ich habe 7 Maschen hier, 7 Maschen hier und den Rest in der Mitte. Also stricke ich mich jetzt erst einmal mit 7 Maschen hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir stricken die ganze Ferse mit rechten Maschen. Also es wird eine ganz entspannte Ferse. So, jetzt müssen wir darauf achten, dass wir auf dieser Seite noch 7 Maschen behalten. Und so weit stricken wir uns dann jetzt hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt jetzt noch 3. Und der nächste Marker rein. So, jetzt haben wir hier auf der Seite noch 7. Wir stricken jetzt 6 Stück ab. 3, 4, 5, 6. Schnappen hier unten uns das kleine süße Beinchen hier, das da. Legen uns das auf die Nadel und stricken das einmal rechts ab und schubsen das zurück. Wir stricken die Ferse, wie gesagt, in rechten Maschen. Das ist eine Shadow, ja, abgewandelte Shadow-Ferse. So, Faden bleibt hinter der Nadel. Wir stricken jetzt mit rechten Maschen zurück.
Wer möchte, kann auch diesen Part normal stricken, das heißt mit linken Maschen jetzt zurück. Da hätte das schön glatt dann für, ja im Prinzip für den Hacken im Schuh, falls ihr das auf Schuhe anziehen wollt. Und wenn man den Schritt nur abgedämpft haben möchte, dann halt den zweiten Teil der Ferse, alles auf rechts, das geht auch ganz wunderbar. So, wir heben hier drüben die letzte Masche ab, das ist jetzt die zarte rote. Und wir nehmen uns hier unten diese gelbe Masche, die hier, die nehmen wir uns und stricken die rechts ab. So, jetzt das Orange und das Rot zurück auf die Nadel. Also zum Erklären ist der Farbenspiel hier wirklich, das ist super. Wenn man so schön unterschiedliche Farben hat, kann man das so richtig schön zeigen. So, jetzt mit rechten Maschen wieder zurück bis zur vorletzten Masche. Die eben verdoppelte Masche, die betrachten wir als eine Masche. Da die zwei Maschen liegen ja auch so schön nah beieinander, das kann man ganz toll als eine Masche sehen. So, hier schnappen wir uns jetzt, wir heben das rote hier, die rote Masche, die heben wir wieder ab und wir schnappen uns hier unten die Krawatte. Stricken die einmal rechts ab und legen jetzt die gelbe Masche und die rote Masche zurück auf die Nadel. Und so geht das jetzt die ganze Zeit. Wir heben jetzt immer eine Masche weiter vorne ab, nehmen uns die Krawatte und stricken diese rechts ab. Und ansonsten ganz gemütlich mit rechten Maschen hin und her. So, jetzt haben wir hier die orangene Masche. Die hier liegt ja so schön beisammen. Die hatten wir ja schon verpartnert, die hier. Jetzt haben wir hier die schöne orangene Masche. Die heben wir ab, schnappen uns hier die richtig schöne orange Krawatte, stricken die gelb ab und legen beide Maschen zurück. So, und so geht das jetzt weiter, bis wir auf der Seite bis zum Marker und auch auf der Seite bis zum Marker alles verpartnert haben. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn hier alles verpartnert ist. So, meine Lieben, wenn wir dann soweit sind und haben beide Seiten verpartnert, stricken wir hier diese Doppelmaschen einmal rechts ab, weil wir müssen jetzt gleich zwei Runden mit auch über den Fuß, dass wir da eine hübsche Ferse hinbekommen. Das heißt, wir gehen hier einfach durch beide Maschen durch und stricken die rechts ab. So, und da haben wir jetzt hier wieder aus den zwei Maschen jeweils eine gemacht. Hier auf dem Fuß bleiben wir bitte im Muster. Das heißt, auf eine rechte Masche kommt eine rechte und auf eine linke, so dass wir schön im Muster weiterbleiben. Ja, entschuldigt heute dieses Video, das ist, ich weiß, es ist sehr gestückelt, es ist sehr geschnitten zwischendurch, ja, das ist, wir kriegen hier im Haus gerade neue Stromkabel und dementsprechend wird gebohrt, gehämmert und da ist viel mit Warten und mit Schneiden, dass ihr das nicht so mitbekommt. So, jetzt hier diese Doppelmaschen, die stricken wir auch einfach rechts ab. Und dann nochmal eine Runde über alles drüber. Rundenanfang ist jetzt gerade zwischen diesen zwei Markern. Das heißt, wenn ich hier ungefähr bin, ist Runde 1 zu Ende. Dann noch eine Runde, bis ich wieder hier lande. Und dann sehen wir uns auch wieder. Und denkt bitte dran, über dem Fuß bleibt im Muster. So, die Maschen hier drüben, die wir jetzt einmal rechts gestrickt haben, die lassen wir jetzt auch rechts. Um das jetzt weiter kraus fortzuführen, müssten wir die jetzt links stricken, aber wir wollen das ja alles ganz einfach halten, deswegen stricken wir die weiter rechts. Damit haben wir dann hier so einen, ich sag jetzt mal, kleinen Kussmund. Sieht eigentlich auch ganz neckig aus und stört beim Tragen gar nicht. Wir haben es schon Probe getestet.
Das ergibt dann so einen kleinen Kussmund, sieht ganz neckig aus und stört beim Tragen überhaupt nicht. Wir haben es schon getestet, die Socke wurde schon angezogen. Also das Stück gar nicht, weil der Fuß läuft hier drauf und hier ist der Fußrücken oder der Fersenrücken. Und das hier ist sozusagen dieser Übergang vom Fuß in die Ferse. Deswegen merkt man diesen kleinen süßen Kussmund hier nicht. Und daher können wir hier jetzt einfach ganz normal rechts weiter stricken. So, ich bin jetzt die zweite Runde drüber, habe sie schon beendet und habe mich schon weiter gestrickt bis zum nächsten Maschenmarkierer. Wir hatten ja gesagt, hier ungefähr ist die Runde zu Ende. Das heißt, die Maschen hatte ich schon gestrickt und den Marker auch schon rüber gehoben. Und jetzt müssen wir ja hier wieder zunehmen, dass wir unsere Ferse dann auch schön rund bekommen. So, dafür schnappen wir uns hier vorne gleich bei der ersten Masche nach dem Marker das kleine süße Beinchen hier unten, legen uns das auf die Nadel und stricken das einmal rechts ab und schubsen die Masche zurück. So, Marker wieder rüber. Wie ihr seht, das wird wirklich genauso gestrickt wie die Shadow. Nur mit dieser kleinen Veränderung, dass wir halt jetzt nicht einmal Beinchen, einmal Krawatte verdoppeln, sondern das halt jetzt auf diese Art und Weise machen. So, und Marker auch rüber. So, hier heben wir uns die Masche wieder ab und schnappen uns hier drüben die Krawatte. Und beide Maschen zurück. Marker wieder rüber. Wir stricken uns wieder mit rechten Maschen zurück. Marker rüber und auch diese verdoppelte Masche, die stricken wir rechts ab. Das heißt, wir gehen durch beide Maschen durch. Da einmal die blaue, einmal die orange. Und wir gehen durch beide durch, holen uns den Faden und runter damit. So, hier wieder das Beinchen. Also wir haben jetzt immer auf der Seite haben wir das Beinchen und drüben auf der Seite haben wir die Krawatte. Und wieder mit rechten Maschen zurück. Ich zeige euch das gleich hier drüben nochmal an einer Masche. So, Marker rüber. Jetzt haben wir hier unsere verdoppelte. Die stricken wir einmal schön gemütlich ab. Hier heben wir wieder ab und hier die Krawatte. Und zurück auf die Nadel damit. Und jetzt mit rechten Maschen wieder zurück. So, und das machen wir jetzt auch wieder so lange, bis wir hier hinten die Masche und auch auf der Seite hier hinten, also hier die gelbe Masche und hier die letzte orangene Masche verdoppelt haben. So, ich habe jetzt hier die letzte Masche verdoppelt. Hier, die ist schon verpartnert und jetzt habe ich gerade diese verpartnert. Ich dachte mir, ich nehme euch jetzt ab dieser Stelle wieder mit. Wir stricken uns jetzt wieder mit rechten Maschen einmal komplett über die gesamte Ferse. Dabei können wir auch die Marker schon fallen lassen, wenn ihr wollt. Wer will, kann sie auch die Runde jetzt nochmal mitnehmen. Und tut sie ja dann im Prinzip dann in der nächsten Runde dann raus. Aber ihr könnt sie auch jetzt schon ja fallen lassen. Das ist überhaupt kein Thema. Bei mir ist das gerade eigentlich eher mehr Gewohnheit. So, jetzt haben wir hier die verpartnerte, die stricken wir rechts zusammen ab. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Fuß und jetzt stricken wir wieder ganz normal unsere Runden. Das heißt, hier bleiben wir im Muster. Eine rechts, eine links. Die mit dem rechts drüber stricken, die war bei mir die Runde für die Ferse, wo wir zweimal drüber mussten. Das war ja die erste Runde war Muster, die zweite Runde war das rechts drüber stricken. So.
So, und auf dem Fuß unten, also sprich die Sohle, da bleiben wir jetzt bei rechts und da werden wir jetzt glatt. Seht ihr gleich schon bei der nächsten Runde. So, hier die Verpartnerte, die stricken wir auch rechts. Ihr könnt auch gern jetzt nochmal eure Maschen zählen, dass da nichts irgendwie schief gegangen ist und dass die Maschenanzahl noch passt. So, und wie ihr seht, hier werdet ihr jetzt schon glatt. Hier sieht man es schon ganz toll. So, und das geht jetzt so im Muster weiter, dass wir hier oben auf dem Fuß unser Muster stricken. Das heißt wieder eine Runde, eine rechts, eine links. Nächste Runde einmal alles rechts. Hier unten die Seite, das heißt diese Nadel, wo wir jetzt die ganze Zeit die Ferse gestrickt haben, die stricken wir ohne Muster, das heißt nur glatt rechts, dass wir hier nichts mehr haben, wo was drückt. Weil auf diesem Bereich ist dann beim Laufen, bei jedem Schritt der Druck, das Gewicht und so weiter. Und dann soll das hier schön glatt sein, dass da nichts stört. So, und so stricken wir uns jetzt nach vorne, bis wir eine Größe erreicht haben von 1 cm bis Mittelteil da. Für die Größe 36, 37, 19 cm, 38, 39, 20 cm, 40, 41, 21,5. 42, 43, 22,5 und die 44, 45, 23 cm. Gemessen wird, hier hinten an der Fersenwand wird das Maßband angelegt und dann schön gerade nach vorne. Und so wird dann gemessen. Ja, und bis dahin stricken wir fröhlich Runden. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier vorne wieder, wenn ich dann meine Runden soweit habe. Es ist echt Wahnsinn, wie schnell man mit dieser dicken Wolle durch ein Söckchen durchmarschiert ist. Schaut mal, ich bin schon an der Spitze, also das ist wirklich absolut der Hammer. Man braucht einen Bruchteil der Zeit, die man normalerweise braucht. Also wenn man schnell dicke Söckchen haben möchte, schnappt euch so eine dicke Wolle. So, wir machen jetzt unsere Spitze zusammen. Dafür stricken wir die erste Masche rechts und Masche 2 und Masche 3 rechts zusammen. Ich mache jetzt hier die ganz klassische Spitze wie zu Großmutters Zeiten. So, jetzt stricken wir uns mit rechten Maschen bis auf die letzten drei. Wer das normale Nadelspiel hat, ich spreche jetzt gerade von den Nadeln auf der Musterseite. Das heißt, hier bis hierher ungefähr geht ja die eine Nadel und dann der Rest auf der zweiten Nadel. So, jetzt haben wir hier noch unsere letzten drei Maschen. Dann nehmen wir Masche 1 und Masche 2 und stricken die zusammen ab. Einfach rechts durch und zusammen rechts abstricken. Und die letzte Masche stricken wir rechts. So, jetzt sind wir auf der Sohle. Hier ist unsere Ferse, das ist die Sohle. Und schaut mir, wie schön der Farbverlauf ist. Absolut schnucki. Die erste Masche einmal rechts, Masche 2 und Masche 3 rechts zusammen. Und jetzt wieder rüber stricken bis auf die letzten drei Maschen. Also ich muss zu der Wolle sagen, ich habe bis jetzt noch kein Knötchen gehabt, nichts irgendwo, wo ich sage, das gefällt mir gar nicht. So, jetzt haben wir hier noch die letzten drei Maschen. Wir nehmen wieder Masche 1 und Masche 2 zusammen und gehen mit der Nadel durch beide Maschen durch, holen uns den Faden und ziehen sie durch. Und die letzte Masche rechts. So, jetzt gibt es eine Runde, wo wir nur drüber stricken. Das heißt, jetzt keine Abnahme, sondern wirklich einfach in jede Masche eine rechte Masche. Jetzt wird die Spitze wieder wunderschön glatt. Ja, die Spitze machen wir jetzt ganz toll in glatt.
So, auf jeden Fall Runde 1 und Runde 2, das heißt die Abnahmerunde und die Runde, wo wir alle Maschen nur rechts abstricken, wiederholen wir jetzt so lange, bis ich bei diesem Nadelspiel, wo ich im Prinzip ja zwei Nadeln als eine Nadel habe, so 6 bis 5 Maschen noch übrig sind. Wer das normale Nadelspiel hat, das mit den 5 Nadeln, der strickt bitte so lange weiter, bis er ungefähr 3 Maschen pro Nadel hat oder 3, 2. Dann kommt ihr auch so auf eure 5, 6 Maschen pro Vorderseite und Rückseite. So, wenn wir dann soweit sind und haben unsere ganzen Abnahmen gemacht, habe ich noch mal eine Runde drüber gestrickt. Und jetzt heißt es natürlich abketten. Wir wollen das Söckchen ja bald anziehen. Also, wir stricken die erste Masche rechts, wir stricken die zweite Masche rechts und wir heben jetzt die hintere Masche, das heißt diese, über diese Masche drüber. Die müsst ihr aber gut festhalten, die vordere. Also, wir gehen mit der Nadel rein, halten die vordere gut fest. Wir haben hier vorne schön unseren Finger drauf, dass uns nichts runterrutscht, und zupfen die hintere Masche über die vordere. Wir stricken die nächste, jetzt ist unsere frühere vordere die hintere Masche. Holen uns die hintere, halten hier wieder alles gut fest und zupfen das drüber. Und so bewegen wir uns jetzt einmal durch alle Maschen durch. Bis auf die letzten beiden Maschen, die mache ich immer gern zusammen. So, das war Nadel 1. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine mit den 2 hinteren Maschen. So, jetzt haben wir hier noch 2 Maschen. Ich gehe jetzt mit meiner Nadel durch beide Maschen durch, hole mir den Faden durch. So habe ich jetzt aus 2 Maschen eine gemacht und hebe die hintere über die vordere. Faden großzügig abschneiden zum Vernähen und den Arbeitsfaden durch unsere Strickschlaufe, das ist diese hier, durchziehen. Und jetzt können wir schon vernähen. Das heißt, den Faden jetzt hier so ein bisschen auf das Loch, das muss dann schön durchkriegen. So, wenden. Und jetzt guckt uns hier schon unser Arbeitsfaden durch. Den können wir jetzt gemütlich durchziehen. Stopfpilz rein. Und einmal verstechen. Also ich bringe hier dann das Söckchen schön auf Spannung und dann hier einmal verstechen. Und dann den Arbeitsfaden noch verstechen. Wer möchte, kann hier noch ein aber wirklich ganz zartes Knötchen setzen. Denkt bitte dran, hier vorne stoßen den ganzen Tag eure Zehen an, dass ihr euch da keine unangenehme Druckstelle verpasst. Deswegen verzichte ich hier vorne immer ganz gerne auf das Knötchen. Ich lasse dann lieber so einen kleinen Zipfel hier stehen, wie hier jetzt zum Beispiel. Da sieht dann ganz gut. Und nach der ersten Wäsche ist der weg. Oder wenn ihr jetzt hier mal so ein bisschen zieht, dann verschwindet der auch schon ein Stück. Und sollte er nicht ganz weg sein, stört er wenigstens nicht beim Laufen. So, jetzt unser Anfangsfädchen. Auch auf die Nadel. Den Pilz können wir wieder rausholen. Haben wir hier unsere Rippe. Da gehen wir mit dem Faden
schön im Zickzack an einer Hälfte der Rippe nach unten. Ihr seht ja, wir haben ja hier eine Doppelrippe und ich gehe jetzt wirklich nur durch diese kleine. Also nur durch eine Hälfte. Und dann wieder entgegengesetzt nach oben. So, Faden abschneiden. Lasse ich auch wieder ein ganz kleines Zipfelchen stehen. Das verschwindet genauso wie vorne an der Spitze. So, zurückwenden und fertig sind wir. Damit haben wir auch das Söckchen geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese dicke Verlaufswolle von Supergarne gefällt mir wirklich gut. Alleine diese kräftigen bunten Farben. So viel habe ich noch übrig und ich war wirklich nicht sparsam mit meiner Wolle. Und das hier sind die wunderbar kräftigen Farben und ich finde die wirklich absolut schön. Am besten gefällt mir dieses Stück. Ich liebe dieses Muster, das gefällt mir so richtig gut. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben jetzt hier ein Muster gehabt, was wirklich für alle Farbverläufe super geeignet ist, weil einfach der Farbverlauf wunderbar mit der Socke spielen kann. Aber uns ist das auch nicht so langweilig und wir stricken alle Maschen einfach nur rechts, sondern wir haben hier schön ein bisschen Abwechslung dabei, haben hier wunderbar definierte Faust, lockert alles ganz toll auf und hier ist wirklich, also jeder Farbverlauf ist mit diesem Muster super aufgehoben. So, und die Socke hier ist ganz toll für alle, die nicht so richtig mit den linken Maschen wollen oder die einfach den Tritt ein bisschen gedämpft haben, weil hier, wenn ich jetzt mal so, man hört es. Ich habe hier was im Vergleich. So, hier habe ich jetzt mal zum Vergleich eine herkömmliche Ferse. Es geht ja jetzt nur mal um den Klopftest. Ferse, Sockenbrett ist die gleiche Stärke. Achtung! So klingt die normale Ferse und so die gepolsterte. Und ich finde, da ist ein immenser Unterschied. Und wenn ihr jemanden habt mit einem harten Tritt, gerade kleine Jungs oder Männer neigen sehr, sehr stark zu einem harten Tritt, ist diese Ferse Gold. Ihr habt jetzt genau gehört, mit welcher Socke ich im Prinzip jetzt auf den Tisch gehauen habe. Also die Ferse ist absolut Gold. Sie tut nicht weh beim Laufen oder irgendwas, aber sie ist wunderbar gepolstert. Okay, jetzt habe ich davon genug geschwärmt. Ihr habt jetzt diesen wunderbaren Wollverlauf gesehen und ich finde dieses rosa Stück, das, oh, ich liebe dieses Stück. Einmal hier und auch noch hier. Also das ist so absolut meins. Das Orange, ja, auch, aber das ist mehr meins. Doch, die Wolle macht Spaß. So, meine Lieben, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Ein Abo kostet nichts, unterstützt den Kanal. Und ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.